Willkommen zur Vorlesung Diskrete Strukturen. Wir machen weiter im Kapitel Logik. Letztes Mal haben wir über das Thema syntaktischer Zucker gesprochen. Das ist so ein Begriff, dass man eben Operatoren einführen kann, zusätzliche Operatoren über die bisherigen hinaus, also über und oder und nicht hinaus, kann man weitere Operatoren einführen, die nicht unbedingt notwendig sind. Das heißt, man kann diese Operatoren durchaus auch durch andere Operatoren ausdrücken. Da kommen wir auch später drauf, wie viele Operatoren braucht man eigentlich, um Logik zu machen. Was ist sozusagen ein minimaler Satz von Operatoren? Aber hier wollen wir erstmal zeigen, man kann zusätzliche Operatoren einfügen. Der Vorteil dieser Operatoren ist, dass sie so ein bisschen vieles vereinfachen. Genauso wie bei Programmiersprachen, wo die High-Level-Programmiersprachen ganz viele zusätzliche Befehle haben, die nicht unbedingt notwendig sind, um einen Code sozusagen zu schreiben, aber der Code wird dann im Zweifelsfall kürzer und einfacher oder intuitiver. Eins dieser Beispiele hatten wir gesehen, ist das XOR, was eben diesem Entweder-Oder entspricht, ne? Also Oder heißt ja, dass auch beide zulässig sind. Entweder-Oder heißt, nur der eine oder der andere. Und wenn beide true sind, ist das XOR aber false. Ja, das ist also das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Das ist genau diese Wahrheitstabelle für den XOR-Operator hier. Ne? Da habe ich also, und das ist typisch, so kann man, werden wir auch sehen, kann man viele Operatoren definieren. Eigentlich alle Operatoren kann man über Wahrheitstabellen definieren, dass man genau sagt, was macht der Operator mit einem gegebenen Input. Warum funktioniert das überhaupt in der Logik? Das funktioniert, weil jede Variable nur zwei Werte annehmen kann, nämlich true oder false. Und damit haben Sie immer endlich viele Belegungen. Das ist anders als in der Arithmetik, ne? Wenn ich sowas wie x plus y definieren will, da x und y unendlich viele Werte annehmen können, in den reellen Zahlen, aber auch in den ganzen Zahlen, kann ich jetzt nicht für alle Paare von Eingaben definieren, was da rauskommen soll. Also diese vollständige Zuweisung, wie wir sie mit der Wahrheitstabelle hier machen können, das geht hier, weil wir, und das ist eben eine elegante Seite dieser Logik, dass man immer mit endlich vielen Belegungen, bei endlich vielen Variablen auch nur endlich viele Belegungen hat. Natürlich, wenn die Anzahl der Variablen steigt, ist die Anzahl möglicher True-False-Kombinationen größer. Also bei zwei Variablen, zum Beispiel binäre Operatoren wie XOR haben zwei Variablen, da können Sie halt eben vier mögliche Zustände haben, nämlich false, false, also 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Und dann sagt Ihnen die Wahrheitstabelle, was bei dem Operator bei der jeweiligen Belegung rauskommen soll, wann der 0 und wann der 1 ist. Genauso dieses Bikonditional, was eben dann dem genau dann, wenn entspricht und in der Tat kann man auch das Bikonditional so ausdrücken, dass man sagt, F Bikonditional G ist eigentlich dasselbe wie F daraus folgt G, die Implikation, und G daraus folgt F. Ja, das, wenn beides, wenn immer das eine aus dem anderen und das andere aus dem einen folgt, dann ist das das Bikonditional. Das kann ich, Sie sehen, einfach etwas kompakter sozusagen schreiben. Vielleicht noch eine Bemerkung fällt mir jetzt gerade ein. Beim letzten Mal hatte ich das immer Inklusion genannt. Das ist nicht richtig, sondern das heißt Implikation. Ja, das ist also dieser Pfeil heißt Implikation. Wie bin ich aber darauf gekommen, das Inklusion zu nennen? Das Ganze ist eng verwandt. Ja, wenn Sie sagen, aus X in A folgt X in B, das ist eine Implikation, Implikation, dann ist das, entspricht das der Tatsache, dass die Menge A enthalten ist in der Menge B. Ne? Inklusion, das heißt Implikation und Inklusion sind in dem Sinne äquivalent. Die logische Implikation entspricht der mengentheoretischen Inklusion. Deswegen habe ich da auf den Begriff Inklusion verwandt, aber bei Logik würde man das Implikation nennen. Ist aber dieses, das ist also hier die Inklusion. Und damit haben wir eine ganz enge Beziehung zwischen hier der Implikation und der Inklusion. Und das ist natürlich hier bei Mengen, aber Sie können auch, wenn Sie irgendeine Aussage haben, F folgt G, ne, dann können Sie auch
die Menge aller Belegungen nehmen, unter denen f wahr ist, und dann die Menge aller Belegungen, unter denen g wahr ist. Und wenn das diese vorausgesetzt sind, dieselben Variablen, die da belegt sind, dann heißt das, dass die eine Menge in der anderen enthalten ist, wenn also immer aus f g folgt. Genau. Also in dem Sinne hängen Inklusion und Implikation sehr eng miteinander zusammen. Und da gibt es viele Beziehungen, werden wir auch später noch sehen, dass man eben Logik, wie eigentlich alles in der Vorlesung, auf Mengenlehre letztlich reduzieren kann oder zurückführen kann. Ähnlich wie wir es auch schon mit anderen Sachen gemacht haben, dass man eben vieles durch Mengenlehre auch sozusagen darstellen kann. Genau. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu diesen Wahrheitstabellen. Ein weiterer syntaktischer Zuckeroperator, sehr beliebt in der Programmierung, ist der If-Then-Else-Operator. Der hat eine Arität 3, das heißt, da brauche ich drei Objekte, die da reingehen. Und der sagt halt, wenn F, dann G und wenn nicht, dann H. Und das kann man dann in der Wahrheitstabelle so schreiben. Hier sehen Sie diese Wahrheitstabellen für diese Operatoren, für das, was wir hier gesehen haben, das XOR, exklusiv oder auch genannt, dann das Bikonditional, vielleicht das steht auch auf der Seite vorher, das heißt Bikonditional, dieser Doppelpfeil, und da sehen wir, wann ist das wahr? Das ist wahr, wenn entweder beide 0 sind oder beide 1 sind, ne? Und ansonsten ist es false. Warum? Wenn nämlich 1 0 und das andere 1 ist, wenn zum Beispiel f 1 und das andere 0 ist, dann folgt offenbar g nicht aus f. Denn f ist ja wahr und g ist nicht wahr. Und umgekehrt folgt auch f nicht aus g, wenn hier die 0 1 belegt ist. Das heißt, für diesen Operator ist die Wahrheitstabelle genau diese hier. 1 0 0 1. Und so können Sie natürlich bei zwei Operatoren, haben Sie wie viele Möglichkeiten? Da haben Sie 2 hoch 2 Konfigurationen und jede kann 0 oder 1 sein. Also jeder Eintrag hier in dieser Wahrheitstabelle kann 0 oder 1 sein. Das heißt, Sie haben für zwei Operatoren, hatte ich glaube ich letztes Mal schon irgendwo hingeschrieben, aber ich schreibe es nochmal hin, bei zwei, bei einem binären Operator, also der zwei Einträge nimmt, da wie viele verschiedene Operatoren kann ich da definieren? 2 hoch 2 hoch 2, ne? Also 2 hoch 4. Warum? Weil eben jeder dieser vier Einträge 0 oder 1 sein kann und damit habe ich 2 hoch 4 mögliche binäre Operatoren. Und völlig klar, wenn Sie einen Operator der Arität n haben, hier ist es gezeigt, Arität n, wie viele mögliche Operatoren haben Sie? Naja, Sie haben 2 hoch n sozusagen Einträge in Ihrer Tabelle. Ne? Hier sehen Sie einen Operator der Arität 3, dieser If-Then-Else-Operator, da haben Sie 8 Zeilen, 2 hoch 3, ne? 8 Zeilen. Und dann haben Sie... Jede dieser Zeilen kann mit 0 oder 1 belegt sein, hier auf der rechten Seite. Ja. Und das führt dann zur Anzahl der Operatoren, die 2 hoch 2 hoch n sind. Mögliche Operatoren. Der Arität n. Ja, also die n sozusagen n. in Objekte reinbekommen. Genau. Hier ist der If-Then-Else-Operator. Wir gucken uns nochmal an, wie der definiert ist. Der ist eigentlich recht einfach zu verstehen. Im Grunde ist die Idee immer, der ist immer 1, der Output, also if f, then g, sonst h. Ne? Das heißt, immer wenn f 1 ist, dann nehme ich hier die Werte von g, nämlich diese hier, 0, 0, 1, 1. Und wenn f 0 ist, dann gilt ja, dann muss ich also die Werte von h nehmen. Das heißt, dieser Operator baut sich einfach zusammen. Dann übernehme ich sozusagen in der ersten Zeile, ich mache es vielleicht nochmal rückgängig, dass wir das didaktisch richtig schön sehen, dass ich eben in der ersten Zeile hier die ersten vier Einträge, wo f 0 ist, da übernehme ich die Werte von h.
Und in den zweiten Vieren, wo F1 ist, übernehme ich die Werte von G. Und das ist genau die Aussage von if F, then G, sonst H oder else H. If, then else. Genau. Und so sehen Sie diese Wahrheitstabellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich allgemein eine Wahrheitstabelle ausrechnen für eine gegebene Formel F? Ja, und da muss ich erstmal gucken, wie viele Variablen hat denn die Formel? In diesem Fall nehmen wir an, wir haben diese Formel hier, ne, diese. Dann sehen wir, da sind drei Variablen drin, P, Q und R. Also brauche ich 8 Zeilen. Und dann, das hatte ich ja schon mal gesagt, empfiehlt sich diese binäre Sortierung zu machen. Hier also sozusagen eine binäre Zählung. Sie können die Zeilen natürlich auch anders hinschreiben, wenn Sie wollen, aber das ist eine Konvention, dass man typischerweise binär durchzählt, also von 000 bis 111. Wie geht man jetzt vor? Im Grunde können Sie sozusagen bei einfachen Formeln, können Sie natürlich schon sehen, was passiert, wenn ich hier 000 einsetze und so weiter. Aber in der Praxis ist es bei so umfangreicheren Formeln wichtig, dass Sie sozusagen diese Formel nacheinander auflösen. Und das können wir hier mal machen. Also wir können hier einfach mal R einsetzen. Wir setzen einfach die Variablen ein. Das heißt, bei P kommt hier also 0, 0, 0, 0 und dann 1, 1, 1, 1. Ne? Q ist hier 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ne? Und R, wir können es hier mal hinschreiben, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 und hier auch. Schreiben wir es euch hier auch hin. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sie sehen schon, das ist ein bisschen aufwendig, diese Wahrheitstabelle auszufüllen. Und jetzt geht man halt schrittweise vor, dass man die Operatoren auswertet. Zum Beispiel, wir gucken uns mal als ersten Operator, mache ich jetzt bewusst eine andere Farbe, dieses Nicht hier, was wir da drin haben. Nicht heißt negiert. Das heißt, was kommt da raus? Sie können es einfach direkt runterschreiben, wenn Sie wollen. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ich muss also einfach nur die Werte von R nehmen und negieren. Immer da, wo eine 0 ist, vorher war eine 1 und so weiter. Das können Sie genauso mit dem zweiten Operator machen. Das heißt, hier dieses Nicht meinetwegen auch. Und Sie können sich das vorstellen, wie machen wir das am besten? Man kann sich vorstellen, dass man das in einem Baum aufschreibt, diese Formel. Haben wir ja schon gesehen, dass man die durch einen Syntaxbaum, na, vielleicht mache ich das mal hier auf der rechten Seite, machen wir das mal weg. Und dann male ich hier mal den Syntaxbaum hin, dass man sieht, was wir jetzt gerade machen. Da ist dieser bikonditional und dann haben wir hier die Implikation, hier das Nicht-R, ne, auf der rechten Seite. Und die Implikation, die hat auf dem rechten, das ist ja ein Wurzelbaum, wo die Ordnung eine Rolle spielt. Das heißt, hier auf der rechten Seite ist das R und auf der linken Seite ist diese Oder-Verknüpfung von, oh, jetzt habe ich das mal reinpasst, Oder-Verknüpfung von P. Und hier haben wir nicht Q. Ne? Und zur Überprüfung, im Idealfall sollten an den Blättern überall die Variablen stehen unten und die Operatoren typischerweise drin. Das heißt, und dann gibt es halt Operatoren, die binär sind, die brauchen zwei, in dem und oder. Und dann oder die Implikation auch. Und dann gibt es Operatoren wie den Nicht-Operator, die nur ein Argument natürlich verwenden. Ja, und jetzt, was wir jetzt machen, ist in der Wahrheitstabelle, wir schreiben uns also erst diesen Syntaxbaum auf und dann fangen wir von atomaren Teilformeln an und rekonstruieren sozusagen die Wahrheitswerte in dieser Tabelle. Ich werde es nochmal weitermachen. Also hier haben wir das schon gemacht für, wie weit sind wir jetzt schon gegangen hier? Wir haben also hier schon ausgewertet, das Nicht-R haben wir schon ausgewertet. Jetzt haben wir auch noch das Nicht-Q ausgewertet und jetzt können wir uns eben hochhangeln und als nächstes zum Beispiel hier dieses Oder auswerten. Sie hangeln sich also am Baum hoch und das heißt, Sie müssen immer P oder Nicht-R. Das heißt, hier ist die Spalte für Nicht-R, die ist Nicht-Q, Entschuldigung, die ist da rechts.
und P oder nicht Q. Ich schreibe es jetzt auch wieder direkt unter den Operator drunter. Das ist dann also immer 1, wenn einer von den beiden mindestens 1 ist. Das heißt, hier haben wir 0, dann haben wir hier 1, 1. Hier haben wir auch 1, 1, 1, 1. Das ist sozusagen das, der Oder-Operator hier, angewandt auf P und nicht Q. Genau. Und als nächstes können wir dann einen Schritt wieder raufgehen im Baum hier. Das heißt, jetzt würde man diese Implikation anwenden. Und die Implikation ist eigentlich immer richtig, außer wir erinnern uns, wie war das mit der Implikation P folgt Q, wenn ich das jetzt mal so schreibe. Diese Implikation ist immer richtig, außer wenn P 1 ist und Q 0. Ja, wenn also P wahr ist, aber Q nicht, dann ist die Implikation verletzt und sonst ist sie eigentlich immer richtig. Das heißt, diesen einen Fall müssen wir eliminieren, den müssen wir detektieren. Der kriegt den Wert 0 zugeordnet, dann ist nämlich die Implikation falsch und ansonsten ist die Implikation richtig. Und das führt eben hier, wo ist die Implikation? Ah ja, da sieht man es schon. Das führt dazu, dass hier dann 0. Jetzt bin ich selber ein bisschen durcheinander. Ah, Entschuldigung, das ist etwas ungeschickt, dass hier schon diese roten Zahlen sind. Die roten Zahlen sind das Endergebnis für den gesamten Ausdruck. Das sollten Sie hier nicht beachten. Also diese rot vorher eingetragenen Zahlen sind das Endergebnis für den gesamten Ausdruck. Es tut mir leid, das hatte ich jetzt übersehen, dass das hier, deswegen ist diese, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, hier ist es nochmal aufgeschlüsselt. Hätte ich lieber das verwenden sollen. Tut mir leid, das hatte ich nicht bedacht. Genau, hier ist extra eine Tabelle leer mit genug Platz, wo Sie das also besser machen können. Ich werde es jetzt aber, da ich es alles schon eingetragen habe, möchte ich nicht alles nochmal kopieren, werde ich es einfach jetzt hier drüber schreiben. Diese Implikation, wie gesagt, die gibt 0 zurück, wenn das erste Argument wahr und das zweite falsch ist. Und die Argumente, die ich hier nehmen muss, ich mache es nochmal deutlich, das ist, dieses Argument ist sozusagen der erste Eintrag und dieses R ist der zweite Eintrag von dieser Implikation. Ne? Und jetzt muss ich gucken, in welchen Einträgen ist das erste Argument. Warte mal, jetzt komme ich gerade selber etwas durcheinander. Entschuldigung. Ich habe eine Sache falsch gemacht. Ich gehe noch mal zurück. Aber Sie sehen, diese Wahrheitstabellen sind echt nicht ohne. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück mit den Notationen. Was ich nämlich erst machen muss, ich muss natürlich das Nicht-Q auswerten. Das habe ich übersprungen hier. Q ist das, das heißt Nicht-Q ist 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Und jetzt muss ich das Oder auswerten. Dann habe ich hier 1, 1. Hier habe ich eine 0, weil beide Einträge 0 sind. 0 und hier habe ich überall 1. Das ist also der Oder-Operator. Jetzt nehme ich diesen Oder-Operator und das ist sozusagen die Auswertung des Ausdrucks in den Klammern da. Und den muss ich jetzt zusammenführen bei der Implikation mit dem Ausdruck hier. Und ich muss dann in diese Implikation, die ist immer wahr, es sei denn, der erste ist 1 und der zweite ist 0. Das heißt, schon hier haben wir in der Tat eine 0 für diesen Operator, den ich jetzt mache. Vielleicht mache ich es auch wieder mit Farbe. Welche Farbe hatte ich da genommen? Ich glaube diese. Jetzt machen wir also diesen Operator als nächstes. Und da ist hier eine 0, weil der erste ist 1 und der zweite ist 0. Und dann kommt eine 1. Hier kommt auch eine 1. Hier kommt auch eine 1 und dann ist hier wieder 0, 0, 0, 0, wie ist, nee, Entschuldigung, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ja, also es tut mir leid, dass ich jetzt auf das Rote draufschreibe, weil das ist die Auswertung von eben diesem Operator hier. Genau, und jetzt können wir dazu übergehen zu gucken, jetzt können wir den letzten Operator auswerten, das ist quasi der hier, das ist in der hier, jetzt haben wir den ausgewertet und jetzt werten wir diesen aus und da müssen wir eben genau das Ergebnis von, ich schreibe es mal von dieser Zeile, bikonditional mit dem Ergebnis von dieser Zeile machen, ne? Und das Bikonditional, hat man gesehen, ist immer genau dann 1, wenn beide gleich sind.
Nochmal zurück zum Bikonditional, wo es war es definiert. Hier ist das Bikonditional definiert. Sie sehen, das ist immer per Definition genau dann 1, wenn beide gleich sind. Und das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und dann sehe ich hier, in der ersten Zeile sind die nicht gleich. Das heißt, hier kommt eine 0 raus. In der zweiten sind die auch nicht gleich, kommt eine 0 raus. In der dritten sind sie aber gleich. Das heißt, da kommt eine 1 raus. Hier ist eine 1 und 0. Das heißt, da ist das Bikonditional 0. Dann haben wir 0, 1, da ist das Bikonditional auch 0, 1, 0 ist das Bikonditional 0, 1, 0, 1 ist das Bikonditional 0 und hier 1, 0 ist das Bikonditional auch 0. Und wenn wir richtig gerechnet haben, und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, man kann sich da super leicht verrechnen, dann kommt das hier raus. Ja, und das entspricht auch dem, was da in Rot stand. Wenn ich es weglösche, sehen Sie es, das ist genau dies. Das heißt, Sie sehen, das ist ziemlich aufwendig schon für eine solche umfangreichere Formel mit drei Variablen, die Wahrheitstabelle auszurechnen. Aber das wollten wir mal machen. Hier hätte ich jetzt mehr Platz gehabt, aber ich will jetzt nicht alles nochmal darüber kopieren. Genau. Ich hoffe, das ist Ihnen ein bisschen klar geworden. Das heißt, was machen Sie, um den Wahrheitswert einer Formel, die Wahrheitstabelle für eine gegebene Formel auszuwerten? Sie müssen erstmal gucken, wie viele Variablen im ersten Schritt, wie viele Variablen hat die Formel. Dann müssen Sie sämtliche mögliche Belegungen als Zeilen auflisten in der Wahrheitstabelle. Und dann schreiben Sie den Syntaxbaum hier hin, Syntaxbaum. Das ist sozusagen der zweite Schritt, Syntaxbaum hinschreiben. Und dann hangeln Sie sich von unten hoch am Syntaxbaum. Sie haben gesehen, ich habe das jetzt in einer Weise gemacht. Ich habe hier bei nicht R angefangen. Das ist eigentlich egal, wo Sie im Syntaxbaum anfangen. Sie müssen von den Blättern anfangen und sich dann sozusagen sukzessive hochhangeln. Und Sie sehen schon, wenn dann manche Variablen doppelt vorkommen in R oder auch nicht R, dann können Sie natürlich die Werte entsprechend überall dahin in der Wahrheitstabelle übernehmen, wo die auftauchen in der Formel. Genau. Und Sie sehen, je mehr Variablen Sie haben und je länger der Ausdruck, die Formel, desto aufwendiger wird das Ganze, die Wahrheitstabelle zu berechnen. Aber so kann man diese Wahrheitstabellen berechnen, Wahrheitstabelle. Und damit habe ich den Operator vollständig charakterisiert. Ja, in dem Sinne, dass ich sagen kann, für jeden denkbaren Input, was ist der Output dieser Formel? Genau wie wir das hier für diese Operatoren gemacht haben. Und damit sind die sozusagen der jeweilige Operator ist mithilfe der Wahrheitstabelle vollständig charakterisiert. Trotzdem, und das heißt, und das ist etwas, was Sie in der Logik können, was Sie in der Arithmetik eben nicht können. Sie können in der Arithmetik im Vergleich, wenn ich jetzt mal vergleiche mit der Arithmetik, wenn Sie x plus y mal z nehmen, Sie können nicht für alle denkbaren Eingaben von x, y und z da die Werte hinschreiben, weil einfach das sind unendlich viele. Das heißt, diese Art Repräsentation von Operatoren ist in der Arithmetik nicht möglich. Da sehen Sie, wie das sozusagen vorgeht. Hier ist es wunderschön, hätte ich mir die Arbeit sparen können. Hier ist das alles sozusagen didaktisch nochmal schrittchenweise gemacht, wie die einzelnen Operatoren aufgefüllt werden. Und da bin ich ja jetzt selbst überrascht. Ich habe in der Tat das Richtige rausgerechnet. Also. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich. Erstens, weil ich nicht der Held im Rechnen bin. Zweitens, weil das, Sie sehen, man kann da ganz schnell Fehler machen, wenn man irgendwo die Nullen und die Einsen verwechselt. Oder irgendein Operator vergisst auszuwerten. Genau. Ja, man kann auch KV-Diagramme einsetzen, um die Wahrheitstabellen zu berechnen. Das wollen wir auch mal uns anschauen, wie das aussieht. Die KV-Diagramme hatten wir ja schon gesehen in der Mengenlehre und ähnlich kann man das eben hier machen. Das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, dass es da eben Zusammenhänge gibt zwischen Logik und Mengenlehre. Und wir nehmen jetzt an, dass f eine Formel ist und bf ist die Menge aller minimalen Belegungen, also die, wo ich die Variablen definiere, die nötig sind zur Auswertung von f. Das nehmen wir als Universum an. Wir haben gesehen, bei Mengenlehre, wenn man Komplemente bilden will, braucht man ein
Universum. Das Universum sind also alle denkbaren Belegungen. Ja, das sind also alles die sozusagen diese möglichen Belegungen von P, Q und R. Das ist unser Universum. Und das heißt, wir können dann ein Komplement definieren. Das ist das Komplement von X, das ist genau das Universum ohne X. Genau. Wo ich all die Belegungen rausnehme, die X entsprechen, und dann kann man damit Mengenlehre machen. Genau. Und jetzt definiert man RFG, das ist genau die Menge, wo die Formel G erfüllt ist, also die Belegungen, unter denen G gültig ist. Abhängig davon, was G für eine Formel ist, zeigt uns dies zum Beispiel, dass hier in diesem Operator ist die einzige Belegung, wo der gültig ist, ist genau diese hier. Das wäre also für diesen Operator, wenn ich diesen Operator hier G nenne, diese ganze Formel hier, hier heißt es F, ist ja egal, dann ist sozusagen R von F ist genau diese eine Belegung, wie hieß sie hier, 0, 1, 0, unter der dieser Operator wahr ist. Bei anderen Operatoren hatten wir gesehen, sind das durchaus im Allgemeinen mehrere, wo es wahr ist. Zum Beispiel bei dem XOR-Operator ist das hier die Menge der Belegungen, diese zwei, wo der eben erfüllt ist. Und das können wir mit RG bezeichnen, die Menge der minimalen Belegungen, die G erfüllt. Ja, und jetzt können wir uns anschauen, die Operatoren in der Logik, wenn ich das so mache, wenn ich also so hier die Möglichkeit schaffe, jetzt auch Mengenlehre zu machen, indem ich ein Universum definiere, und dann kann ich eben gucken, was entspricht den logischen Operatoren in der Mengenlehre. Und das ist sozusagen die Idee, die man sich hier anschauen kann. Genau. Und da sieht man eben zum Beispiel, wenn ich G1 und G2 habe, also den Und-Operator, dann sieht man, dass es entspricht dem Schnitt der Mengen. Denn G1 und G2 heißt ja, beide müssen erfüllt sein. Und das ist nur dann wahr, wenn sozusagen sowohl G1 wahr ist, als auch G2 wahr. Und dann ist völlig klar, dann muss ich die Mengen, unter denen G1 wahr ist, und die Menge, die Belegungen, unter denen G2 wahr ist, die muss ich miteinander schneiden. Dann kriege ich genau die Belegungen, unter denen sowohl G1 als auch G2 wahr ist. Umgekehrt, der Oder-Operator ist natürlich klar, entspricht der Vereinigung. Das ist also nicht Zufall, dass das Und so ein Hütchen ist, nach unten offen, und das Oder nach oben offen. Das ist ganz in Analogie zum Schnitt und zur Vereinigung gemacht. Warum ist das so? Bei dem Oder, nochmal sozusagen für alle zum Verständnis, das Oder ist genau dann wahr, wenn mindestens einer von beiden wahr ist. Und das heißt, sobald ich eine Belegung habe, unter der entweder G1 wahr ist oder G2 wahr ist, dann ist das erfüllt, und deswegen kann ich die Vereinigung hier nehmen von den Belegungen, unter denen G1 bzw. G2 erfüllt ist. Die beiden Erfüllbarkeiten. Und ähnlich kann man eben sich überlegen, dass für den Nicht-Operator kriege ich genau das Komplement. Das Komplement entspricht also dem Nicht-Operator, das heißt, H ist ja dann wahr, wenn H falsch ist, und umgekehrt. Und das kann ich natürlich genau mit der Konjugation machen. Genau. Und in ähnlicher Weise kann man sich überlegen, dass auch die Implikation sich so darstellen lässt. Das hatten wir ja irgendwo vorher auch schon gesehen, dass die Implikation heißt, die kann ich auch schreiben als nicht G, wie war das, diese Implikation, das hatten wir, glaube ich, irgendwo vorher schon mal gesehen. Wo hatte ich das erläutert? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich es schon mal erklärt habe oder ob das noch kommt. Ich glaube, das kommt vielleicht noch. Also wir hatten genau diese Implikation, die ist für Menschen immer so ein bisschen nicht ganz intuitiv.
Deswegen wollen wir mal gucken, diese Implikation, wenn ich die, machen wir es mal mit Hilfe der Wahrheitstabelle, ich springe hier schon, mit der Hilfe der Wahrheitstabelle, nicht? Wenn ich also die Wahrheitstabelle für die Implikation mache, dann habe ich hier G1, G2 und hier G1 folgt G2. Und wir hatten gesehen, diese Wahrheitstabelle, das ist also hier 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Die Wahrheit, diese Implikation ist immer genau dann wahr, ist immer nur dann falsch, wenn G1 wahr ist und G0 falsch. Das ist also hier der eine Fall, unter dem die Implikation falsch ist, weil ja G1 wahr ist und G2 nicht wahr. Das heißt, dann folgt offenbar G2 nicht aus G1. Da ist es falsch, ansonsten ist es also immer wahr. Und das kann man dann auch schreiben. Also dieser Operator, den kann man auch schreiben als wie war das jetzt noch? Ich glaube, das ist, lassen Sie mal überlegen. Also der Operator ist dann wahr. Entschuldigung, ich habe hier was falsch geschrieben, deswegen nicht ganz. Der Operator ist immer wahr, außer wenn G1 1 ist und G2 0. Und dann kann ich ihn schreiben als nicht G1 oder G2. Wenn Sie sich das anschauen, nicht G1 oder G2 ist immer genau dann wahr, wenn G1 1 ist. Wenn G1 0 ist, dann ist es auf jeden Fall wahr, weil dann muss ich gar nicht prüfen, ob G2 folgt, weil G1 ja gar nicht wahr ist. Oder wenn G2 sowieso wahr ist, dann ist die Implikation auch erfüllt, ganz egal, was G1 war. Und deswegen kann man dieses G1 folgt G2 kann man auch äquivalent so darstellen. Das ist also semantisch äquivalent. Und das entspricht dann ganz offenbar dieser Vereinigung. Ja, wir hatten ja gesehen, oder entspricht der Vereinigung und nicht entspricht der Konjugation. Und in der entsprechenden Weise können Sie dann zeigen, dass diese Formel mengentheoretisch genau die Implikation bedeutet. Ich muss immer das erste Argument negieren und dann odern bzw. vereinigen in der Mengenlehre mit dem zweiten. Und das Bikonditional hatten wir diesen Doppelpfeil genannt, den kann man dann entsprechend so schreiben. Genau. Und jetzt habe ich gesagt, können wir da die KV-Diagramme einsetzen, um Wahrheitswerte zu berechnen. Und das können wir machen, zum Beispiel hier jetzt exemplarisch gemacht für diese etwas längliche Formel. Na, und wie geht man da vor? Im Grunde, Sie erinnern sich, die KV-Diagramme, die haben eben gerade entsprechend viele 2 hoch n Kästchen, also hier 2 hoch 3 Kästchen, 2 hoch 3 Kästchen für 3 Operatoren. Das sind genau diese hier. Und wir hatten gesehen, mit jedem zusätzlichen, für 3 Variablen und mit jedem zusätzlichen Variable verdoppelt sich die Zahl der Kästchen. Das wird also immer so gespiegelt. Genau. Und P, ne, rot ist hier markiert in diesem KV-Diagramm, dann wenn P wahr ist. Das heißt, die Formel für P lässt sich so als KV-Diagramm nehmen. Die Formel für Nicht-Q ist genau diese. Formel für R ist diese. Ne, sieht man, ist immer dann rot, wenn R erfüllt ist und sonst nicht. Und Nicht-R ist eben dann das Komplement auf der anderen Seite. Völlig klar. Und jetzt haben wir gesehen, dass Oder entspricht der Vereinigung.
Das heißt, da muss ich quasi, um diesen Operator auszuwerten im KV-Diagramm, einfach das KV-Diagramm von P nehmen und vereinigen mit dem KV-Diagramm von Nicht-Q. Das heißt, diese beiden hier muss ich vereinigen. Wenn ich die vereinige, kriege ich genau dieses Bild. Genau, und dann kommt hier, sehen Sie, um das vielleicht noch zu machen, ich werde jetzt nicht alles durchexerzieren, aber diese Implikation, ne, wie kodiert man die? Dann muss man das erste Argument negieren, hatten wir hier gerade gesehen, das erste Argument negieren und dann vereinigen in der Mengenlehre mit dem zweiten. Ne, und wenn ich also das erste negiere, dann muss ich also das Komplement von diesem hier nehmen, das sind genau diese zwei, und dann vereinige ich das mit R, diesem hier. Und dann kriege ich offenbar genau das hier. Das heißt, so kann man mit genau diesen Schritten, kann man einfach unter Benutzung dieser sozusagen mengentheoretischen Äquivalente der logischen Formel, kann ich jetzt KV-Diagramme aufbauen, um am Ende dann dieses Ding zu kriegen. Was habe ich davon? Das entspricht ja genau der Wahrheitstabelle. Was heißt, das entspricht der Wahrheitstabelle? Dieses Ding ist nur dann wahr, wenn offenbar Q wahr ist, genau, und wenn Q wahr ist und R falsch ist und P auch falsch ist. Na, und gehen wir da zurück, das war genau dieser Eintrag hier, das ist der einzige, wo das wahr ist, wo ich hier eine 1 habe in der Wahrheitstabelle und die 1 entspricht genau diesem roten Kästchen da. Das heißt, diese KV-Diagramme sind eine andere visuelle Repräsentation für die Wahrheitstabelle. Und da sehen Sie, ich kann mit mengentheoretischen Argumenten diese KV-Diagramme bauen und damit kriege ich eine Wahrheitstabelle. Jetzt haben Sie also gesehen, Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, die Wahrheitstabelle zu berechnen. Entweder direkt, indem Sie das hier sozusagen sukzessive so aufbauen, wie das hier dargestellt ist, dass man also die Formel hier hinschreibt und dann im Syntaxbaum hochgeht und die Ausdrücke mit Leben füllt. Oder Sie können eben KV-Diagramme nehmen und dann die entsprechenden mengentheoretischen Operationen durchführen, um aus den KV-Diagrammen letztlich das für die Formel zu kriegen, die Sie interessiert. Ja, damit haben wir, glaube ich, genug über Wahrheitstabellen gesprochen. Jetzt sollten Sie ein Gefühl dafür haben, wie man Wahrheitstabellen berechnet, wie man da vorgeht. Und jetzt können wir ein bisschen weitergehen. Wir können definieren, was wir meinen, wenn eine Formel gültig ist. Oftmals sagt man auch allgemeingültig. Wir haben gesehen, manche Formeln können wahr sein, sie können aber auch falsch sein. Das hängt oftmals von der Belegung ab, was sozusagen die Variablen sind. Also zum Beispiel die Formel F hier ist wirklich nur in ganz seltenen Fällen wahr, nämlich wenn P falsch ist, Q wahr und R false. Wenn Sie aber eine Formel haben, die hier in diesem gelben Ding nur Einsen hat, die also für jede denkbare Belegung wahr ist, dann spricht man davon, dass die Formel F allgemeingültig ist. Ja, oder intuitiv gesprochen, eine Formel ist gültig, wenn sie überall in allen Welten wahr ist. Um jetzt mal eine Analogie zur Arithmetik, das kennen Sie aus der Schule, darum bringe ich immer diese Arithmetik-Analogien. Diese Formel x gleich 7 ist wahr, genau dann, wenn x 7 ist. Und sonst ist sie nicht wahr. Diese Formel aber, x gleich x, die ist immer wahr. Ja, die ist also allgemeingültig. Ganz unabhängig davon, was Sie für x einsetzen, gilt immer x gleich x. Das ist jetzt völlig banal, aber Sie können sich vorstellen, ich kann ja auch schreiben, x ist gleich 2 mal x halbe oder sowas. Auch das gilt für alle x. Ja, das heißt, für alle denkbaren Belegungen von x ist diese Formel gültig. Und dann spricht man davon, dass sie allgemein gültig ist. Nicht nur für bestimmte x, sondern für beliebige x. Und analog ist das hier bei Wahrheitswerten von Formeln. Man sagt, wenn sozusagen für jede passende Belegung heißt, die Variablen, die im F vorkommen, die haben einen Wahrheitswert,
zugeordnet durch Beta. Wenn das für jede passende Belegung wahr ist, dann spricht man davon, dass F gültig ist in allen Welten unter allen Belegungen. Und dann spricht man oft davon, dass F eine Tautologie ist. Ja, das heißt, wir müssen hier ganz wichtig, deswegen wichtig ist, man muss unterscheiden, ist eine Formel gültig oder ist eine Formel wahr? Wahr ist eine Formel unter einer gewissen Belegung. Gültig ist eine Formel, wenn sie unter allen denkbaren Belegungen wahr ist. Das heißt, Gültigkeit ist eine sehr viel stärkere Sache. Eine Formel kann unter einer bestimmten Belegung wahr sein, aber wenn sie unter allen wahr ist, dann nennt man sie gültig. Ja, dann gibt es noch so Lemma, zum Beispiel kann man sagen, eine Formel ist gültig, genau dann, wenn für jede minimale Belegung, die zu Beta passt, f gleich 1. Das ist im Grunde letztlich das, was auch oben schon gesagt ist. Das ist nicht sehr schwer, sich zu überlegen. Wie prüft man, ob eine Formel gültig ist, indem man zum Beispiel die Wahrheitstabelle berechnet? Nicht? Und wenn da, wie ich schon gesagt hatte, hier dann überall in dem Ergebnis dieser Formel, wenn da nur Einsen stehen, dann ist die Formel gültig. Das heißt, für jede Belegung wahr. Das heißt, die Wahrheitstabelle, die hilft Ihnen in der Tat sozusagen zu gucken, ob eine Formel gültig ist oder nicht. Also so ein paar Beispiele für Tautologien. Manche Tautologien sind offensichtlich. Ja, also x gleich x ist eine völlig offensichtliche Tautologie. Und oft denken Menschen, wenn sie Tautologie hören, dass das offensichtliche Zusammenhänge sind. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Zum Beispiel P oder nicht P ist relativ offensichtlich eine Tautologie. Ne? Können Sie sich überlegen, wenn P wahr ist, wann ist das wahr? Entweder ist P wahr oder nicht P ist wahr. Eins von beiden ist ja immer wahr. Insofern, egal wie Sie P belegen, ob wahr oder falsch, kommt am Ende hier immer wahr raus. Das heißt, das ist immer gültig. Genauso, wenn Sie haben P und Q folgt P. Wir haben ja schon gesehen, das ist nur dann falsch, diese Implikation, wenn das erste Argument wahr ist und das zweite Argument falsch. Wenn ich aber sozusagen P hier auf 0 setze, hat selber etwas verwirrt. Genau, da aber, damit hier dieser Ausdruck 1 sein muss, muss ich ja P auf 1 setzen. Oder andersrum, ja, das kann man auf zwei Weisen sehen. Wenn ich P in der Tat hier auf 0 setze, dann ist dieser Ausdruck auf jeden Fall falsch, weil ja P und Q, wenn P 0 ist, ist das auch 0. Und damit können Sie den Fall, dass hier 1, 0 als Belegung rauskommt für P und Q, beziehungsweise P, kann gar nicht auftreten. Deswegen ist diese Folgerung immer richtig. Das ist alles jetzt abstrakt formuliert. Sie wissen natürlich, dass das alles auch anschauliche Bedeutungen hat. Was heißt das anschaulich, diese Formel? Wenn Sie sagen, P ist, heute ist Dienstag und Q ist, die Sonne scheint, wenn sowohl heute Dienstag als auch die Sonne scheint gilt, dann folgt daraus natürlich, dass heute Dienstag ist. Also das ist völlig offensichtlich. In dem Sinne passt das auch wirklich zu diesen alltagslogischen Zusammenhängen. Und entsprechendes gilt für viele der anderen Tautologien. Aus P folgt natürlich immer P oder Q. Wenn P wahr ist, dann ist auch P oder Q wahr. Völlig klar. Also diese Folgerung folgt. Auch hier können Sie sehen, dass dieser Fall, dass das erste 1 ist, das zweite aber 0, das kann nicht passieren. Denn sobald P 1 ist, wird auch der rechte Ausdruck 1 sein. Und dann führt das nie zu einem Widerspruch. Aber wie gesagt, es gibt Tautologien, nehmen wir mal diese hier, wo Sie schon eine Weile brauchen, um zu sehen, dass diese Aussage immer wahr ist. Das möchte ich jetzt nicht vorrechnen, das ist ein bisschen aufwendig, aber es gibt also nur als Beispiel Tautologien, die nicht ganz offensichtlich sind, aber die trotzdem richtig sind. Das heißt, die, wie wir hier gesehen haben, Gültigkeit haben. Das heißt, die Formel ist immer richtig unter jeder Belegung. Umgekehrt gibt es auch Formeln, die natürlich unter jeder Belegung falsch sind. Das sind genau die Komplemente von den Formeln, die immer richtig sind. Wenn ich nicht davor schreibe, dann habe ich entsprechend alle, die immer falsch sind. Und die nennt man dann widersprüchlich. Eine Formel heißt widersprüchlich. Man sagt auch unerfüllbar.
Das heißt, wenn es eben keine Belegung gibt, sodass das wahr ist. Das heißt, für alle denkbaren Belegungen kommt da immer 0 raus. Das heißt, die Formel ist immer falsch. Nicht? Also ein ganz einfaches Fall ist P und nicht P. Ja, entweder ist P wahr oder nicht P, aber beides kann einfach nicht wahr sein. Das heißt, das ist immer falsch. Das ist immer ein Widerspruch. Genau. Und auch natürlich P äquivalent zu oder bikonditional nicht P, das kann auch nicht sein. Völlig klar. Und intuitiv, wie gesagt, eine Formel ist widersprüchlich, wenn sie in allen Welten falsch ist. Das heißt, egal welche Wahrheitswerte sie, mit welchen Wahrheitswerten sie die Variablen belegen, sie kommen da nie auf den grünen Zweig, da kommt nie wahr raus, dann spricht man von einer widersprüchlichen und unerfüllbaren Formel. Vorsicht hier auch nochmal, das ist immer diese Begriffe gültig und widersprüchlich, die beziehen sich immer auf alle möglichen Belegungen oder zumindest alle möglichen minimalen Belegungen. Ist völlig klar, dass auch zu dem Lemma hier, warum minimal, ist völlig klar, weil wenn ich eine Belegung habe, wofür Variablen, die gar nicht auftauchen, ein Wahrheitswert zugeordnet ist oder nicht, das ist mir wurscht. Ja, entscheidend ist, dass ich eine Belegung brauche, wo die Variablen, die auftauchen, belegt sind. Und das sind die sogenannten minimalen Belegungen. Das heißt, all diese Definitionen kann man auch natürlich immer für minimale Belegungen machen, wenn man will. Genau. Und wichtig hier, widersprüchlich ist nicht dasselbe wie falsch. Also wenn ich sage, eine Formel ist falsch, meine ich damit, dass dann ist das nicht dasselbe, wie sie ist widersprüchlich. Falsch heißt in Bezug auf eine bestimmte Belegung ist sie falsch. Widersprüchlich heißt, unabhängig von der Belegung ist sie immer falsch. Das heißt, für alle denkbaren Belegungen ist sie falsch. Das ist also der Unterschied zwischen widersprüchlich und falsch. Und Sie sehen schon, da gibt es also so einen Zusammenhang. Wie kann man das prüfen? Wie kann man sozusagen die Erfüllbarkeit prüfen oder die Widersprüchlichkeit? Der Erfüllbarkeitstest läuft analog zum Gültigkeitstest. Ich stelle die Wahrheitstabelle auf, ne, hier. Und wenn da am Ende in dieser Zeile, wenn da nur Nullen stehen, dann ist sie offenbar, ist die Formel für jede Belegung falsch und damit ist sie widersprüchlich und unerfüllbar. Na, es gibt keine Belegung, unter der die Formel dann wahr werden würde. Genau, und erfüllbar ist das Gegenstück. Das heißt, wenn es eine Belegung gibt, sodass die wahr wird, die Formel, dann spricht man von einer Formel, die erfüllbar ist. Dann muss sie nicht unbedingt gültig sein. Das heißt, sie muss nicht für alle Belegungen wahr sein, aber es gibt eine Belegung, für die die wahr ist. Genau. Das sind zum Beispiel Formeln, die erfüllbar sind, aber nicht gültig. Ja? Also erfüllbar ist eine etwas schwächere Eigenschaft als Gültigkeit. Ja, also P zum Beispiel ist manchmal wahr, manchmal falsch. Wenn P wahr ist, ist wahr, sonst ist falsch. Also das ist ein ganz offenbarer Prototyp einer erfüllbaren Formel. Genauso P vor Q haben wir gesehen, ist immer richtig, es sei denn, P ist wahr und Q ist 0. In dem Fall ist die falsch, in dem Sinne ist sie nicht gültig, die Formel, sondern nur erfüllbar. Ja. Okay. Und jetzt können wir uns da in der Tabelle können wir mal durchgehen, wie sieht das für verschiedene Formeln aus. Wir hatten es schon gesehen, P ist nicht immer gültig, sondern nur erfüllbar. Nicht? Und P oder Q ist offenbar auch erfüllbar, aber ist nicht immer gültig. Ne? Und P oder nicht P, das hatten wir schon gesehen, ist gültig. Das gilt immer, ganz egal, wie Sie P belegen, ist immer entweder P wahr oder nicht P ist wahr. Das heißt, damit haben Sie Wahrheit. Und ganz klar, eine Formel, die gültig ist, ist damit natürlich auch erfüllbar. Wenn sie für alle Belegungen wahr ist, dann gibt es offenbar Belegungen, unter denen sie wahr ist. Also Gültigkeit impliziert immer Erfüllbarkeit. Ja, und analog kann man sich überlegen, P und nicht P, das haben wir schon gesehen, kann nicht sein, das ist also nicht erfüllbar.
Und dann kann man hier weitergehen. P folgt Q, das ist erfüllbar, aber nicht immer richtig. Wie gesagt, wenn P 1 ist und Q 0, dann stimmt die Formel nicht. Und entsprechend hier, das ist auch erfüllbar, aber nicht immer gültig. Und das können Sie sich überlegen, auch diese Formel ist gültig und damit erfüllbar. Und diese Formel ist erfüllbar. Ja, das ist nicht ganz, das ist manchmal ein bisschen trickreich, wie man sich das überlegen kann, dass sozusagen hier diese Formel immer gültig ist. Und da haben wir schon gesehen, der einzige Fall, wo diese Implikation falsch sein kann, ist zum Beispiel, wenn der erste Eintrag 1 ist und der zweite Eintrag 0. Damit aber dieser zweite Eintrag in dieser Formel 0 sein kann, muss das hier, muss sozusagen, muss Q1 sein und P0. Wenn ich aber P0 wähle, dann habe ich keinen Widerspruch hier. Und dann ist also damit diese Formel immer richtig. Sie können keine Belegung von P und Q finden, sodass P0 1 ist und der danach kommende Ausdruck 0 wird. Das geht nicht. Ja, sobald Sie umgekehrt, sobald Sie hier P auf 1 setzen, dann ist der Wahrheitswert dieses Ausdrucks auch 1 und dann haben Sie wieder keinen Widerspruch. Dann ist sozusagen die Implikation immer noch erfüllt. Deswegen ist das hier gültig, aber bei dem unteren nicht. Können Sie sich also selber überlegen, finden Sie Be Belegung. Natürlich kann man immer die Wahrheitstabelle auffahren. Das ist aber für größere Ausdrücke oft aufwendig. Und wenn man nur wissen will, ist eine Formel gültig oder erfüllbar, kann man sich manchmal überlegen, dieser eine Fall, unter dem diese Implikation falsch sein kann, kann der überhaupt auftauchen? Und wenn der nicht auftauchen kann, dann ist die Formel immer gültig. Dann ist die Formel gültig, unter jeder Belegung ist sie wahr. Genau, da hätte ich mir den Aufwand sparen können. Ja, genau. Hier nochmal ein bisschen sozusagen anschaulich, wie kann man sich das vorstellen, wenn man den Raum aller denkbaren Formeln betrachtet, dann gibt es Formeln, die gültig sind, die also unter jeder Belegung richtig sind und deren Komplement nicht G, das sind genau die Unerfüllbaren. Wenn die einen immer richtig sind, dann ist natürlich nicht von denen immer falsch. Und dann gibt es erfüllbare Formeln, die also unter Umständen richtig sind, aber nicht gültig, also nicht unter jeder Belegung. Und deren Komplement ist dann entsprechend auch unter manchen Belegungen erfüllbar, wahr und unter anderen Belegungen nicht. Ist ganz klar, weil in der Wahrheitstabelle haben Sie entweder lauter Einsen, dann ist die Formel gültig und dann ist das Komplement hat da lauter Nullen und ist damit unerfüllbar. Oder Sie haben eine Mischung aus Nullen und Einsen, dann haben Sie eine Formel, die erfüllbar ist. Und wenn Sie davon das Komplement bilden, haben Sie wieder eine Mischung aus Nullen und Einsen und damit ist das auch wieder erfüllbar, aber nicht gültig. Also das sind genau die Aussagen, wenn f gültig ist, ist nicht f unerfüllbar. Und so weiter und umgekehrt natürlich auch. Und wenn f nicht gültig ist, f ist nicht gültig, genau dann, wenn nicht f erfüllbar ist. Und so hängen diese Begriffe gültig, erfüllbar zusammen. Genau. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, nämlich das Erfüllbarkeitsproblem. Und das heißt im Englischen Satisfiability Problem oder kurz SAT. Das ist ein irrsinnig wichtiges Thema in der Forschung, nämlich die Frage, wie kann ich effizient berechnen für eine aussagenlogische Formel F, ob die Formel erfüllbar ist. Das heißt, ob es eine Belegung gibt, derart, dass die Formel wahr ist. Warum das wichtig ist, vielleicht vorab, das ist wahnsinnig wichtig, dieses Thema, weil ganz viele Probleme in der Wissenschaftswelt sich auf Satisfiability Problems reduzieren lassen. Und deswegen ist es wichtig, dieses Thema Satisfiability Problem, weil ich sozusagen eine Vielzahl von Problemen darauf zurückführen kann. Die SAT-Probleme, die Klasse der SAT-Probleme, die sind NP vollständig. Diesen Begriff hatten wir schon gesehen. NP vollständig kommt in dem Zusammenhang bei der Frage, ob
die Polynomzeit lösbaren Probleme, ob die eigentlich gleich oder nicht gleich mit der Klasse NP sind. NP, wohlgemerkt, nochmal zur Erinnerung, weil das immer wieder falsch gemacht wird, heißt nicht, dass die nicht polynomiell sind, sondern das steht für non-deterministic Polynomial. Non-deterministic heißt, dass ich im Prinzip, wie muss man sich das vorstellen, man hat einen Zufallsgenerator, der zufällig Lösungen rät, potenzielle Lösungen. Und NP-Probleme sind Probleme, wo ich in Polynomzeit prüfen kann, ob eine gegebene Konfiguration das Problem löst. Das heißt, dieses Prüfen, ob eine Lösung richtig ist oder nicht, das ist in Polynomzeit lösbar. Und dann bezeichnet man diese Klasse als NP. Also zum Beispiel die Hamilton-Kreise hatten wir ja schon gesehen. Bei den Graphen hatten wir gesehen, auch das Hamilton-Kreis-Problem gehört zur Klasse der NP-vollständigen Probleme. Und das gehört zur Klasse NP. Das heißt, gegeben einen Kreis kann ich natürlich schnell prüfen, ob das ein Hamilton-Kreis ist. Ich muss nur gucken, ob ich Knoten doppelt besuche und ob alle Knoten besucht sind. Und wenn ja, dann ist es ein Hamilton-Kreis. Also das ist sehr einfach zu prüfen, ob eine gegebene Konfiguration ein Hamilton-Kreis ist oder nicht. Aber einen zu finden, da gibt es bis heute keine Polynomzeitlösung. Genauso für das SAT-Problem. Das ist nicht nur NP vollständig, sondern das SAT-Problem ist auch das erste Problem, für das man die NP-Vollständigkeit gezeigt hat. Genau. Was heißt, und ich habe gesagt, viele Probleme lassen sich auf SAT-Probleme reduzieren, zum Beispiel das Hamilton-Kreis-Problem, aber auch andere Probleme, auch die Dreifärbbarkeit oder von Graphen, ja, die Frage, ob ein gegebener Graph dreifärbbar ist oder nicht, das hatten wir schon gesehen, ist auch NP-vollständig das Problem. Aber was heißt zurückführen? Zurückführen heißt, dass Sie das graphentheoretische Problem in eine aussagenlogische Formel übersetzen, und zwar eine äquivalente aussagenlogische Formel. Ja, in der Weise, dass sie für einen gegebenen, das heißt der Graph, der lässt sich in eine äquivalente aussagenlogische Formel aus, eine Formel, ich schreibe es einfach mal F, lässt sich überführen in eine aussagenlogische Formel, derart, dass wenn diese Formel erfüllbar ist, oder man hat dann eine Äquivalenzaussage, F ist erfüllbar, genau dann, wenn der Graph hat einen Hamilton-Kreis. Also die Existenz von Hamilton-Kreisen lässt sich also sozusagen äquivalent durch die Erfüllbarkeit von Formeln realisieren. Und wie das genau funktioniert, das kommt dann später. Da gibt es dann Einführung in die theoretische Informatik, Einführung in die theoretische Informatik. Da gehen wir dann so ein bisschen genauer drauf ein, wie man diese Äquivalenzen herstellt, wie man sozusagen für einen gegebenen Graphen eine entsprechende Formel findet, mit der man dann prüfen kann über SAT-Solver, ob es einen Hamilton-Kreis gibt. Ja. Das allein würde jetzt nicht viel bringen. Ja, wenn ich ein schweres Problem durch ein anderes ersetze, da kann man sich immer fragen, was habe ich jetzt dadurch gewonnen? Man hat dadurch durchaus was gewonnen, denn seit etwa 2000 gibt es enorme Fortschritte im Bereich der SAT-Solver. Es gibt also SAT-Solver, die extrem leistungsstark sind. Da kann man sich fragen, was heißt denn leistungsstark bei einem Problem, wo es keine beweisbare Polynomzeitlösung gibt? Ja, also es gibt keinen Algorithmus, keinen Bekannten, es ist kein Algorithmus bekannt, der zu einem gegebenen beliebigen Graphen zeigt, ob der einen Hamilton-Kreis hat oder nicht in polynomieller Zeit. Das ist nicht bekannt. Und wenn man das jetzt auf das SAT-Problem zurückführt, und das SAT-Problem ist auch NP-vollständig, kann man sich fragen, was bringt das? Die SAT-Solver sind so, dass sie zwar nicht beweisbar in Polynomzeit für beliebige Formeln die Erfüllbarkeit feststellen können, aber in der Praxis für eine Vielzahl von Formeln doch in relativ überschaubaren Rechenzeiten
rauskriegen können, ob die erfüllbar sind oder nicht. Ja, das muss man immer differenzieren und das ist am Ende ist das für mich sozusagen im Zentrum der Informatik überhaupt die Frage, welche Probleme kann ich berechnen und wie schnell kann ich Lösungen berechnen? Und auch wenn es kein beweisbares Polynomzeitverfahren für ein Problem gibt, dann kann es in der Praxis trotzdem sein, dass Sie für viele reale Instanzen durchaus schnelle Lösungen finden. Und da ist, wie gesagt, viel Fortschritt gemacht worden. Wie diese Erfüllbarkeit geprüft wird, das kommt ein bisschen später. Also sozusagen die Grundlage der Satzsolver, das ist ein ganz spannendes Thema für sich auch, wie die sozusagen funktionieren. Da werden wir auch in der Vorlesung noch so ein bisschen tiefer reinschauen, zumindest die Basic-Algorithmen. Jetzt vielleicht so ein bisschen ein Beispiel von einem SAT-Problem, was Sie alle kennen, um das ein bisschen anschaulicher wieder zu machen, in den Alltag. Ich sage, Sie alle kennen, das ist eigentlich ein Thema, mit dem ich mich herzlich wenig auskenne. Meine Frau macht liebend gerne Sudokus. Ich hasse das wie die Pest. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich einfach im Alltag zu viel mit Zahlen zu tun habe und in meiner Freizeit will ich dann nicht auch noch mit Zahlen zu tun haben. Deswegen ist Sudoku nicht mein Lieblingsproblem, deswegen bin ich da auch kein Experte. Aber im Rahmen der Vorlesung habe ich mich dann wohl oder übel mal ein bisschen damit befasst, was eigentlich bei Sudoku zu tun ist. Ich hätte auch meine Frau fragen können, aber ist egal. Jedenfalls, Sie kennen das, das ist zum Beispiel ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, 3 Kreuz 3 oder 9 Kreuz 9 Sudoku. Jedenfalls ein Sudoku ist so ein Puzzle, da haben Sie lauter Kästchen und da sind Zahlen drin. Und was ich doch von meiner Frau in Erinnerung habe, man muss da gar nicht rechnen können, man muss also gar keine Zahlen addieren, sondern Ziel ist es, dass man die Zahlen, die hier schon zum Teil befüllt sind, die Tabelle vollständig auffüllt. Derart, ich denke, die meisten von Ihnen wissen das, aber ich sage es trotzdem für die, die selber nicht, so wie ich selber nicht Sudoku spielen. In jeder Zeile darf jede Zahl nur einmal vorkommen und jeder Spalte darf jede Zahl auch nur einmal vorkommen. Sie dürfen nur die Zahlen 1 bis 9 verwenden und in jedem kleinen 3-Kreuz-3-Kästchen darf jede Zahl auch nur einmal vorkommen. Genau. Und jetzt wissen Sie vielleicht, wenn Sie Sudoku machen, Sie können ganze Bücher mit Sudos kaufen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist eine Riesenindustrie, Sudoku-Industrie. Also wenn Sie mal irgendwie einen Beruf suchen, können Sie ja mal einen Sudoku-Generator schreiben. Die gibt es allerdings schon. Vielleicht ist das auch keine so gute Berufsperspektive. Naja, und wenn Sie das aber verfolgt haben, dann wissen Sie, dass es Bücher gibt, die so ein bisschen einteilen, leichte, mittlere, schwere Sudokus. Und man kann sich so ein bisschen fragen, woran liegt das eigentlich, dass manche leicht und manche schwer sind? Ich glaube, das hängt daran, dass es eben manche gibt, wo es ganz viele mögliche Lösungen gibt und andere, wo es nur wenige mögliche Lösungen sind, wo also diese vorgegebenen Zahlen, die hier schon drinstehen, so sind, dass am Ende nur noch sehr wenige oder viele oder so. Und dann ist es im Zweifelsfall nicht so einfach rauszukriegen, was jetzt eine gültige Belegung ist. Ja. Was man auch sieht, wenn man sich mit dem Thema befasst, ist, dass Menschen eigentlich denkbar ungeeignet sind für Sudoku-Spielen und Computer für sowas wirklich viel besser. Also die Großteil der Sudokus, die so kursieren, da können Sie Programme schreiben, vielleicht auch am Ende dieser Vorlesung, die Ihnen das sozusagen ganz schnell lösen. Viel schneller, als jeder Mensch das lösen könnte. Weiß nicht, ob's Wettbewerb, es gibt ja bei Schach oder Go Wettbewerbe zwischen Computer gegen Mensch, ob es bei Sudoku das gibt. Ich vermute nicht, weil ich glaube, da würde der Computer immer gewinnen, nach meiner Schätzung. Die Frage ist aber, wie können wir das jetzt als SAT-Problem formulieren? Das ist sozusagen die Frage, die uns jetzt befassen wird. Wie können wir das als SAT-Problem lösen? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Da muss man sagen, das ist immer, wenn Sie Alltagsprobleme versuchen in der Informatik zu lösen, das ist eigentlich sozusagen für uns Brot und Butter. Die erste Frage ist immer, wie repräsentiere ich eigentlich die Lösung? Ja, Sie müssen in jedem Kästchen, in jeder Zeile, in jeder Spalte irgendeine Zahl reintragen. Ja, also hier zum Beispiel das zweite Kästchen hier, da muss irgendeine Zahl rein. Und jetzt haben Sie für jede Zeile und jede Spalte offenbar 9 mögliche Zahlen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das repräsentieren für ein SAT-Problem?
SAT-Probleme sind Satisfiability-Probleme, das heißt Probleme, wo Sie irgendwelche Variablen brauchen, nennen wir sie P. Und P kann zwei Werte annehmen, nämlich 0 oder 1. Ja, das ist also wahr oder falsch. Und das ist genau die Idee, dass ich versuche, mein Problem binär zu kodieren. Das heißt, die Lösung muss irgendwie binär kodiert werden. Auch da gibt es potenziell viele Möglichkeiten, aber hier ist eine sehr elegante, wie man das binär kodieren kann. Ich möchte nämlich wissen, ist in Spalte in Zeile Z und Spalte S, welche Zahl ist da? Und da führe ich eine Variable ein, nämlich XZS. XZS hat sozusagen drei Einträge, nämlich X, Z und S. X ist die Zahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z ist die Zeile und S ist die Spalte. Und jetzt sehen Sie, praktischerweise haben wir hier ein 9 Kreuz 9. Das heißt, wir haben in der Tat 9 Zeilen, 9 Spalten und 9 Zahlen. Es gibt auch größere Sudokus, völlig klar, aber wir machen das hier der Einfachheit halber für diese Sudokus. Warum? Weil dann haben alle drei Variablen, X, Z und S, die haben alle 9 mögliche Zustände. Diese Notation ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, darum möchte ich es ganz anschaulich machen. Wenn Sie sowas haben wie 2, 3, 3,1, das ist eine Variable. Ja, und wenn die 1 ist, dann bedeutet das in Zeile 3, Spalte 1 steht eine 2. Das ist also sozusagen die Art, wie wir das kodieren. Wenn das 1 ist, heißt, in dem entsprechenden Zeile und Spalte wird die Zahl 2 eingetragen. Und da sehen Sie schön in diese Notation, die ist so ein bisschen, wie kann man sagen, overcomplete. Also da müssen Sie aufpassen. Das bedeutet natürlich, dass gleichzeitig die Variable 3, 3, 1, die kann nicht auch 1 sein, sonst haben Sie hier einen Widerspruch. Das ist sozusagen, das kann nicht sein. Entweder in der Zeile 3 Spalte 1 steht eine 3, steht eine 2 oder eine 3, aber nicht beides. Das heißt, das schließt sich schon aus. Und jetzt kommt genau die Idee, dass sich solche Sachen ausschließen. Das muss ich jetzt in das Satisfiability-Problem reinbringen. Ich muss also eine Formel aufstellen, die mir dieses sozusagen eine gültige Lösung für das Sudoku repräsentiert, eine Formel, die 1 ist, wenn ich eine gültige Lösung habe. Das ist also eine Formel F, die wird riesig groß, nicht? Und diese Formel F, die kriegt all diese Variablen rein, für alle Zahlen 1 bis 9, für alle Zeilen, alle Spalten, wie viele Variablen haben wir da überhaupt nicht? Wir haben dann immer 9 Möglichkeiten, 9 hoch 3 Variablen. Das sind 729 Variablen. Ziemlich viele. Ja. Und jede dieser Variablen kann wahr oder falsch sein. Das heißt, wie viele mögliche Zustände haben wir? Wie viele mögliche Belegungen? 2 hoch 729 Belegungen. Und die meisten von denen sind gar nicht zulässige Lösungen. Ja, nicht nur, dass die sich nicht, dass die Zahl, dass sie zum Beispiel eben hier, wie schon gesagt, wenn Sie die beiden auf 1 setzen, dann haben Sie in demselben Kästchen zwei verschiedene Zahlen drin. Das ist nicht zulässig. Ja, also viele, die meisten dieser Belegungen sind schon von daher nicht zulässig, dass ich nicht im selben Kästchen zwei Zahlen haben darf. Aber selbst dann, wenn Sie das ausschließen, haben Sie immer noch sehr, sehr viele Belegungen. Vielleicht ein bisschen zur Frage, wie löst man solche Probleme und warum ist SAT auch ein schwieriges Klasse von Problemen, dieses Satisfiability Problems. Das ist nämlich deutlich größer als 10 hoch 80. Und 10 hoch 80 ist ungefähr die Zahl der Atome im Universum. Zahl der Atome im Universum. Das ist so eine Schätzung, ja. Das ist immer so als eine Größenordnung ganz nützlich, wenn Sie eine Zahl haben, die deutlich größer ist als die Zahl der Atome. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann jetzt nicht hergehen, wenn ich diese Formel aufgestellt habe und sagen, jetzt probiere ich einfach mal alles durch und gucke, was passt. Das geht nicht, weil dieser Lösungsraum einfach riesig ist, viel zu groß.
Und das ist eben typisch, das ist sozusagen hier dieses 2 hoch 9 hoch 3. Ne? Das heißt, wenn Sie 9, und da sehen Sie schon, wenn jetzt die Sudokus noch größer werden, fliegt Ihnen das erst recht um die Ohren. Das heißt, diese vollständige Suche, wie man das in der Informatik nennt, nach der Lösung, die ist völlig illusorisch. Das geht nicht. Das heißt, Sie müssen da schon schlau dran gehen, um eine gültige Lösung zu finden. Und jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wie können wir diese Formel aufstellen, die Lösung charakterisiert. Nicht? Und da ist die Idee, dass wir jetzt genau diese Anforderungen in eine Formel kodieren. Jede Zahl kommt in jeder Zeile vor, jede Zahl kommt in jeder Spalte vor, jede Zahl kommt in jedem Quadrat vor und jedes Feld enthält höchstens eine Zahl. Also genau dieser Fall, der ist sozusagen nicht zulässig, dass ich da eine 3 und eine 2 drinstehen habe, in demselben Kästchen, in demselben Feld. Jetzt kann man gucken, sind die Anforderungen hinreichend, um das Ganze zu charakterisieren. Hier sage ich ja, jede Zahl kommt in jeder Zeile vor, also die 1 muss in jeder Zeile vorkommen, die 2 auch. Da sage ich ja eigentlich nicht, dass die genau einmal vorkommen muss. Ich sage nur, sie muss vorkommen. Das heißt, diese Bedingung allein würde man denken, wenn ich sage, die Zahl 1 muss in jeder Zeile vorkommen, reicht ja nicht unbedingt, um zu sagen, sie darf nicht mehrfach vorkommen. Aber in dem Fall reicht es doch, weil ich ja für alle 9 Zahlen sage, dass jede Zahl genau einmal vorkommen muss und damit kann auch keine zweimal vorkommen, weil sobald eine zweimal vorkommt, kommt eine andere offenbar gar nicht vor. Das heißt, das ist als Constraint für das Problem hinreichend, wenn ich sage, dass jede Zahl in jeder Zeile vorkommt. Das sieht anders aus, wenn die Sudokus größer werden. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Deswegen haben wir das hier für diese 9 Kreuz 9 Sudokus gemacht, weil das da noch ein bisschen überschaubar ist. Aber Sie können sich vorstellen, auch wenn die Sudokus größer werden, Sie können all die Anforderungen, die Sie für eine gültige Lösung brauchen, die können Sie da reinfüttern. Und was machen Sie? Sie nehmen all diese Anforderungen und verbinden die dann mit und. Ne? Und das ergibt Ihnen dann eine riesige Formel mit einem und all diese Bedingungen. Wie sieht das zum Beispiel aus? Jede Zahl kommt in jeder Zeile vor. Das heißt, für jede Zeile, das gilt jetzt sozusagen für alle Zeilen Z, gilt das XZ1, XZ2, XZ und das gilt auch für alle X, ja, für jede Zahl. Und das sind ja meine Variablen. Genau. Und das heißt, genau, das ist genau die Formel. Das heißt, jede Zahl kommt in jeder Zeile vor. Das ist die Formel für, dass die Zahl x in der Zeile z vorkommt. Genau, entweder in der ersten Spalte oder in der zweiten Spalte oder in der 9. Spalte und so weiter. Ja, alles mit oder. Das heißt, in einer der Spalten, die Zeile z, muss die Zahl x vorkommen. Und wenn ich jetzt will, dass das sozusagen, dass die Zahl x in jeder Zeile vorkommt, also nicht nur in der Zeile z, sondern in jeder Zeile, mache ich das mal wieder weg, das gilt also für die Zeile z. Und wenn ich will, dass das in allen Zeilen vorkommt, also hier kommt das hin, für alle Zeilen z, dann kann ich das mit und verknüpfen. Ne? Also sowohl in der ersten, zweiten, dritten, vierten bis neunten Zeile muss die Zahl z irgendwo vorkommen. Und Sie sehen, was ich da automatisch kriege, wenn ich diese verschiedenen Bedingungen im Satz reinfüttere, ist eine Konkatenation von verschiedenen Unds. Das haben wir vielleicht noch nicht gesehen. Dieser Operator ist ein großes Und von z gleich 1 bis 9. Das ist analog wie die Summe i gleich 1 bis n. Ja, das ist einfach nur ganz viele Unds verknüpft. Das Und für das z gleich 1, der Ausdruck hier, dieser Ausdruck für z gleich 1 und der Ausdruck für z gleich 2 und Ausdruck für z gleich 3 und so weiter. So liest man das, so das kodiert dieses große Und hier. Genau, und das muss ich analog auch für alle x machen. Das heißt, das gilt nicht nur für alle z, sondern eben auch für alle z und alle x. Und dann ist natürlich nochmal und mehr über alle x und dann habe ich diesen Ausdruck. Und damit habe ich sozusagen jetzt kodiert dieses hier, dass jede Zahl in jeder Zeile vorkommt. Und das kann ich analog machen, dass das in jeder Spalte vorkommt. Das sieht dann genauso aus, nur dass ich hier
eine Summe über die S habe und dann die Zeilen 1 bis 9 durchgehe. Und in einer der Zeilen ist es für jede Spalte, muss es in einer der Zeilen auf 1 sein, damit es erfüllt ist. Genau. Und jetzt kommt, und dann kann ich das noch analog für jedes Quadrat machen. Und da sehen Sie, das sieht ähnlich aus. Nur das Quadrat heißt zum Beispiel, wenn ich das erste Quadrat hier nehme, dieses hier, 3 Kreuz 3, das ist also die ersten drei Zeilen, die ersten drei Spalten, das ist genau dieses hier. Da mache ich ein Oder über die ersten drei Zeilen und die ersten drei Spalten und dann für alle 9 Zahlen. Und analog halt hier hinten, das ist sozusagen das letzte Kästchen, was ich hier unten habe. Und so habe ich hier diese 9 Kästchen, das sind genau diese Ausdrücke. Und die sind dann mit und verbunden, weil ja in jedem Kästchen das gültig sein muss. Und so sehen Sie, können wir Sudoku als Sat-Problem formulieren. Und jetzt kriegen wir all diese Ausdrücke, diesen hier und den vorhergehenden. Und was kommt hier noch? Jetzt kommt die Aussage, dass jedes Feld höchstens eine Zahl enthält. Und das machen wir, indem wir eben für alle XY, solange sie verschieden sind, natürlich sagen, es darf nicht richtig sein, dass XZS wahr ist und YZS wahr. Ja, das heißt, weil dann haben wir zwei verschiedene Zahlen in demselben Feld. Das ist nicht zulässig. Und das können wir machen über alle Zahlen. Das ist jetzt sozusagen für das Feld mit Zeile Z und Spalte S gilt das, dass da keine zwei verschiedenen Zahlen auftauchen können. Also sobald ich eine andere Zahl Y habe, zwischen 1 und 9, anders als X, und die beide sind, das ist nicht zulässig. Das muss also mit nicht sozusagen ausgeschlossen werden. Und das gilt natürlich nicht nur für das eine Feld mit Zeile Z und Spalte S, sondern für alle. Das heißt, ich kann hier wieder ein und machen über alle Zeilen und alle Spalten von diesem Ausdruck. Und dann als allerletztes möchte ich noch die Anfangskonfiguration kodieren, ne, dass also sozusagen hier oben, machen wir es mal in Rot, hier oben steht eine 4 drin und da steht eine 9 drin. In der ersten Zeile, erste Spalte steht eine 4 drin. Das heißt, ich kann sozusagen diese Anfangskonfiguration hier kodieren. Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit gesprungen, dass ich sage, 411 muss wahr sein. Da steht also das heißt, im Kästchen 11 steht eine 4, im Kästchen 15 steht eine 9 und im Kästchen 99 ganz hinten steht eine 4 drin, haben wir gesehen, diese 4 da. Und so kann ich sozusagen die gesamte Anfangskonfiguration auch reinfüttern. Und jetzt habe ich alle Anforderungen reingebracht. Und was man jetzt macht, ist, dass man all diese Anforderungen in eine riesen Formel gießt. F gleich die Anforderung 1, F1 nennen wir sie, und F2 und so weiter bis zu diesem hier, die Anfangsbedingung F nennen wir sie, FK, was auch immer. Und das ist dann meine Satisfiability-Formel für das gesamte Sudoku. Und so kann ich also für jedes Sudoku eine Formel aufstellen, die sozusagen eine gültige Lösung kodiert, in dem Sinne, dass wenn die Formel erfüllt ist, dann habe ich eine Belegung des Sudokus, was einer gültigen Lösung entspricht. Ob es nur eine oder mehrere gibt, das ist hier nicht festgelegt. Es gibt durchaus viele Sudokus, wo es sehr viele mögliche Lösungen gibt. Das hat zum Teil den Vorteil, dass Mensch sich einmal irgendwas überlegt, dass er dann nicht gleich im Widerspruch kommt. Genau. Allerdings gibt es unterschiedlich, also wenn das Sudoku wohl formuliert ist, dann hat es genau eine erfüllende Belegung. Manche haben mehrere, aber wenn es wohl formuliert ist, dann hat es genau eine. Und was Satzsolver eben können, und da kommen wir nächstes Mal drauf, die können erfüllende Belegungen finden. Genau. Das war alles. Damit habe ich sozusagen das Sudoku-Problem Ihnen als Sat-Problem formuliert. Und wenn Sie jetzt einen Sat-Solver anwenden, dann können Sie sich irgendeinen, da gibt es ganz viele, wie gesagt, in der letzten Zeit auch immer leistungsstärkere Sat-Solver, die können Sie da drauf werfen und dann können Sie jetzt, anstatt die per Hand zu lösen, können Sie in Zukunft alle Sudokus per Computer lösen. Wäre doch mal eine lustige Übungsaufgabe. Genau. Vielen Dank. Damit schließe ich heute. Wir sehen uns Donnerstag und Mona, bitteschön, das Kahoot. Ja, sehr gerne. Okay. Genau, heute sind es 4 Fragen.
Jetzt habe ich meine Kamera noch gar nicht freigegeben. Ah ja, hier kann ich das noch machen. Na? Okay, sehr gut. Genau, heute sind es 4 Fragen, auch zur Logik. Und ja, ich hatte den Eindruck, heute waren so ein paar Fragen immer zu dieser Anzahl von den Operatoren. Ich habe es auch versucht zu beantworten. Ich hoffe, es ist jetzt ungefähr klar geworden. Also was die Frage, die wir uns da eigentlich gestellt haben, ist, wenn ich zum Beispiel 3 Variablen habe, also ich habe einen Operator, der eben 3 Variablen verknüpft, wie viele verschiedene Operatoren könnte ich machen? Also könnte ja zum Beispiel sagen, ja gut, für die Belegung 0, 0, 0 soll der Operator 1 ausgeben und für die Belegung 0, 0, 1 soll der 0 ausgeben und so weiter und so fort. Also ich kann sozusagen für jede mögliche Belegung von 3 Variablen kann ich definieren, was dieser Operator ausgeben soll. Und ein Operator ist immer dadurch definiert, was er für alle möglichen Belegungen ausgibt. Genau. Und da habe ich eben 2 hoch n Zeilen in der zugehörigen Wahrheitstabelle für diesen einen Operator. Und in jeder Zeile gibt es quasi 2 Möglichkeiten. Also in der ersten Zeile könnte eine 0 oder eine 1 stehen, zweiten Zeile kann eine 0 oder eine 1 stehen, dritten Zeile kann eine 0 oder eine 1 stehen. Und so habe ich quasi 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 für jede Zeile in der Wahrheitstabelle. Und deswegen 2 hoch 2n. Und da auch wichtig, das richtig zu klammern. Also 2 hoch und dann oben steht 2 hoch n. Genau. Also nicht 2 hoch 2 und dann hoch n. Das ist was anderes. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir halten uns nicht zu lange auf. 182. Ja. Okay. Gut. Ich glaube, wir fangen an. 3, 2, 1 und los geht's mit dem Kahoot. Okay, gut. Diese Tabelle haben wir, glaube ich, heute schon mal kurz gesehen. Ja, und die meisten Leute haben sich auch noch dran erinnert. Oder ist sich jetzt noch mal kurz erschlossen. Wir können uns hier auch noch mal erschließen. Also hier ist ja immer, wenn a 0 ist, dann kopiere ich mir hier eigentlich die Spalte c. Ja, steht hier 0, 1, 0, 1. Und wenn a 1 ist, dann kopiere ich mir die Spalte b. Und in dem Sinne eben genau, also if A, dann B, also wenn A gleich 1, dann B und sonst, wenn A gleich 0 ist, dann C. Also es ist if then else ABC, also if A, then B, else C. Okay, nächste. Weiter geht's.
Okay, das ist natürlich viel zu erfassen, aber schauen wir mal. Ja, auch hier ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir können ja mal so im Ausschlussprinzip uns ein paar Sachen anschauen. Also hier zum Beispiel diese gelbe Antwort, da sehen wir schon, dass hier steht oder P. Und wenn wir uns das KV-Diagramm anschauen, also wenn da ganz außen steht oder P, müssten ja auf jeden Fall alle Felder, die in P, hier in diesem Bereich von P sind, müssten alle rot sein, müssten alle ausgewählt sein. Also das kann auf jeden Fall schon mal nicht passen. Dann haben wir hier noch P impliziert Q, P impliziert R, also P konditional R. Und ja, das wäre eben nicht P oder R. Das heißt, dann müsste hier auf jeden Fall R auch komplett belegt sein. Also R müsste komplett rot sein, hier dieser ganze Bereich hier. Das heißt, wir haben noch die zwei Möglichkeiten rot und grün. Naja, also grün, hier hätten wir. Genau, hier steht R und dann in Klammern irgendwas, wo auch R drin ist. Ja, also irgendwas und irgendwas und irgendwas oder R. R und hier kommt auch nochmal R verodert mit denen vor. Das heißt, das wäre einfach R. Okay, das ist es offensichtlich auch nicht. Also bleibt dann das hier. Und das, wenn wir uns das nochmal hier ein bisschen genauer angucken. Also hier ist nicht P oder Q oder nicht R. Also was wäre das? Nicht P wären die beiden hier außen, also das und das, alles, was nicht P ist. Oder Q, das heißt also auch noch diese Zeile hier unten, also quasi diese zwei und diese hier. Und dann haben wir noch oder nicht R, das wären hier die vier. Das heißt also dieser linke Teil hier von der Verundung, von der Konjunktion, von diesem im äußersten stehenden Konjunktion wären eben. Genau, wäre genau nur dieses Feld hier nicht. Ich mache es jetzt nicht ganz so ausführlich, ihr habt es ja auch gut gelöst. Für das hier wäre, für die rechte Seite, also rechts von dem und, wären alle Felder nur dieses Feld hier nicht. Naja, und wenn wir die beiden mit einer Konjunktion verknüpfen, dann müssen wir eben die beiden Felder, die nicht in beiden, die jeweils nur in einem liegen, die müssen wir eben rausnehmen. Und dann kommen wir genau auf dieses KV-Diagramm. Okay, nächstes. Okay, 3, 2, 1, weiter geht's. Okay, da ich jetzt gerade noch im Tweetback die Frage sehe, auch gut, die meisten richtig. Die Tutorien am Freitag, die fallen nicht aus. Also am Freitag findet nichts statt, aber die finden dann nach den Ferien statt. Ja, es geht am 7. wieder weiter und alle Tutorien, die jetzt diese Woche am Freitag nicht stattfinden, finden dann am Freitag nach den Ferien statt. Okay, ja, das sieht ja auch ganz gut aus. Also zumindest die meisten Leute haben es richtig. Wenn wir uns diese Formel hier anschauen, also P impliziert Q, ist ja das gleiche wie nicht P oder Q. Das heißt, hier steht nicht P oder Q oder P. Das heißt, wir haben, hier stehen nicht P oder P. Was ist das? Eine Tautologie. Also das ist gültig. Wenn ich sage nicht P oder P, dann ist das auf jeden Fall gültig. Immer wahr, egal für welche Belegung. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt irgendwas, eine Formel suchen, die keine Tautologie ist. Und P XOR Q, das ist offensichtlich keine Tautologie. Ja, also das ist nicht immer wahr. Wenn hier zum Beispiel P1 und Q1 ist, dann ist das hier falsch. Das heißt nicht semantisch äquivalent zu dieser Formel.
Und jetzt können wir uns noch überzeugen, dass das anderes, die anderen auch Tautologien sind, also Q oder nicht Q und dann noch irgendwas oder hinterher ist eine Tautologie. Hier haben wir nicht Q oder P hinten stehen, genau, nicht Q oder P hinten stehen. Und hier vorne haben wir nicht P oder nicht Q oder P. Das heißt, wir haben hier wieder auch nicht P oder P. Also auch wieder eine Tautologie. Naja, und hier haben wir auf der linken Seite von der Implikation was Falsches stehen, ja? Also wir haben stehen P und nicht P, das ist auf jeden Fall falsch. Das heißt, die komplette Implikation in der Gesamtheit ist auf jeden Fall immer wahr, also auch gültig. Genau, deswegen, das sind alles Tautologien. Einzige Nicht-Tautologie ist die gelbe Lösung. Deswegen ist das die einzige, die hier nicht semantisch äquivalent ist. Okay, und dann die letzte Frage. Okay, die Spannung für die letzte Frage steigt. Okay, ja, das sieht doch auch ziemlich gut aus. Super, läuft heute richtig gut. Genau, also eine Formel, die nicht gültig ist. Was bedeutet es? Naja, gültig heißt, da stehen in jeder, für jede Belegung, in jeder Zeile von der Wahrheitstabelle steht eine 1 am Ende der Auswertung. Also zum Schluss kommt 1 raus in jeder Zeile von der Wahrheitstabelle. Naja, und wenn ich sage, also das ist nicht der Fall, da steht nicht in jeder Zeile eine 1, was kann sein? Naja, es könnten nur Nuller da stehen. Dann hätten wir eine widersprüchliche Formel, also kann widersprüchlich sein. Oder es kann sein, dass da mal eine 1, mal eine 0 steht, durchmischt. Genau, dann wäre sie eben erfüllbar. Eben nicht gültig, also stehen nicht überall 1, aber sie kann immer noch erfüllbar sein. Es kann immer noch 1 ergeben. Genau, und deswegen sind das die beiden Möglichkeiten. Also sie kann widersprüchlich, das ist das gleiche wie unerfüllbar sein, oder sie kann erfüllbar sein. Oh, gut, dann kommen wir zur Siegerehrung. Ja, ich habe den Eindruck, Logik läuft ganz gut. Es ist auch grundsätzlich sind so die Logikaufgaben so oft die herzlichen Glückwunsch, Jonas, herzlichen Glückwunsch. Und erster Platz geht an Julian. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Also die Nico und nochmal klein a. Okay. Auch nochmal congrats. Genau, die Logikaufgaben sind oft, so wie ihr schon gesehen habt, Wahrheitstabellen, wo man einfach ein bisschen konzentriert sein muss und halt irgendwie gucken, dass man keine Fehler macht. So vom Konzept her nicht so schwierig ist. Man muss einfach nur konzentriert sein. Okay, das war's von mir. Danke, dass ihr dabei wart und bis Donnerstag. Dann schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.